Die Idee von Rambazamba ist es, ein inklusives Ensemble zu schaffen, das gleichermaßen Menschen mit und ohne Behinderung beinhaltet. Wir nennen es das diverse Ensemble, an dem wir gerade arbeiten. Das heißt, wir versuchen, Stellen zu schaffen für Schauspieler mit Behinderung und ohne Behinderung am eigenen Haus gleichermaßen. Das wäre ein Vorbild, das wäre das Vorbild für alle anderen Stadttheater bundesweit. Rambazamba verwendet den Begriff der umgekehrten Inklusion. Der Begriff bedeutet, dass wir eine Struktur geschaffen haben, in der es Schauspielerinnen und Schauspielern mit Behinderung möglich ist, mit all ihren Bedürfnissen auf höchstem Niveau zu arbeiten. Diese Struktur gibt es nur bei Rambazamba. Diese Struktur gibt es nicht in einem klassischen Stadttheater. Dort ist sie umgekehrt ausgerichtet auf Menschen ohne Behinderungen. Das heißt, der Zeitdruck und die Struktur ist sehr eng, in der sie funktionieren müssen. Besetzt man einen Menschen mit Behinderung in ein klassisches Stadttheater, bleibt er dort gewissermaßen ein Exot. Primär sind wir ein Theater und haben ein Publikum, was sich aus den unterschiedlichsten Schichten generiert. Wir haben in Berlin das klassische Theaterpublikum, welches ins Deutsche oder ins Berliner Ensemble geht. Also genauso wie wir Studenten bei uns vorfinden. Die Idee, die es für uns so wichtig macht, ist, dass wir bei unserem Publikum das Bewusstsein verändern, was diese Menschen, die bei uns auf der Bühne stehen, eigentlich alles können und was wir von ihnen erwarten. In der Regel haben wir ein sehr festes Bild von dem, was Menschen mit Behinderung können. Bei uns hinterfragen wir dieses Bild, beziehungsweise wir lassen uns das Publikum erleben, dass dieses Bild meistens nicht begründet ist. Also ich bin Schauspieler und Musiker, zum Beispiel in der Konzertreihe Rausch Royal, da spiele ich Klavier oder Keyboard und dann später dann in der Warschauer Straße dann spielte ich dann im Krake Festival und da war der ganze Hof voll mit Menschen plus. Na daran, dass zum Beispiel das ein Mix war zwischen Menschen mit und ohne Beeinträchtigung. Das war eben einfach mal so, wie es sein muss. Dass man nicht in irgendeine Ecke geschoben wird, sondern ich bin einfach mittendrin, wie andere auch. Ich bin hier Schauspieler, hauptberuflich. Und warum bin ich im Theater? Ist doch ganz klar. Es macht mir Spaß zu spielen und es ist für mich wie ein Rausch. Ich liebe es zu spielen und das ist das Einzige, worum es hier nicht darum geht. Ich gucke jetzt selber ganz gerne Filme an und es merke ich da nichts, was da mit Down-Syndrom zu tun hat, auf jeden Fall. Ich bin seit 20 Jahren hier im Theater. Da war ich schon 9 Jahre im Kinderzirkus. Das war auch hier in diesem Theater gewesen, hier auf der Bühne. Also sehr. Mich hat mir auch geholfen. Nicht nur, aber auch hier, die Mitarbeiter hier. Auch Jakob Pünner natürlich auch, weil er ist mein Chef. Und deshalb bin ich auch sehr gern. Ich bin eine Schauspielerin. Die sind nämlich auch quasi wie Freunde. Und die helfen uns gegenseitig auch und unterstützen uns gegenseitig. Und es ist auch auch Liebe dabei und Freundschaft und Vertrauen. Und das ist nämlich auch einfach für alle wichtig. Und das ist aber auch, und Vertrauen ist, und das ist aber auch für die Bühne auch wichtig, dass man auch sich gegenseitig unterstützt und hilft. Und Vertrauen ist nämlich auch als Schauspieler auch wichtig. Und ich möchte einfach damit gerne weitermachen, weil es einfach gute Laune macht und Spaß. Weil es einfach Spaß macht, eine Rampensau zu sein. Rambazamba sitzt in Berlin, weil es 1990 da gegründet wurde und als Kulturstandort einer der besten Deutschlands ist. Der Ruck für Rambazamba, der durch die Gesellschaft geht, ist zu erleben, dass es an allen Theatern möglich ist, für Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen zu spielen, dass es dort keine Barrieren mehr gibt, die außerhalb der künstlerischen Begabung funktionieren. Das wäre ein Schritt in die richtige Richtung und das wäre für uns der richtige Ruck.